Tennwinkel GmbH & Co. KG entwickelt und produziert seit 50 Jahren technische Gewichte und Ballaste nach der ursprünglichen Idee des Firmengründers Heinrich Tennwinkel. Heute ist das Unternehmen Weltmarktführer und wird von den beiden Söhnen des Gründers Markus und Stefan Tennwinkel geführt. Am Standort in Frieden werden Betonbauteile und Gewichte für den Maschinenbau, für Baumaschinen und Landmaschinen entwickelt und hergestellt. Das besondere Know-how des Unternehmens liegt in der Verarbeitung von Schwerbeton mit einer Trockenrohdichte von bis zu 4100 Kilogramm pro Kubikmeter und der Dickbeschichtung dieser Teile. Die Tennwinkel GmbH und Co. KG ist immer ein Familienunternehmen geblieben und hat aus diesem Verständnis heraus ein Leitbild entwickelt, das als zentrale Werte die gute Gemeinschaft und den engen Zusammenhalt im Unternehmen definiert. Dieses Leitbild wird im Unternehmensalltag auch gelebt, unter anderem durch viele familienfreundliche Angebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum Familienfreundlichkeit ein gutes Instrument für eine erfolgreiche und zeitgemäße Unternehmensführung ist, darüber haben wir mit den beiden Geschäftsführern gesprochen. Wir sind familienfreundlich, weil wir aus der Tradition auch unseres Vaters, der ja, diese Familienfreundlichkeit in unser Unternehmen reingebracht hat, auch vielleicht mit seiner Philosophie, die wir auch in unserem Leitbild verankert haben, sodass wir immer auch gefühlt haben, dass wir in der Familie, aber auch als wir größer geworden sind und dass unsere Mitarbeiter alle mit dazugekommen sind, dass wir eine Familie geblieben sind oder versucht haben, eine Familie zu bleiben. Und auch diese Philosophie, die vielleicht von Anfang an immer dabei war, ja, weitergeführt haben und weiterführen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass aufgrund der kürzeren Entscheidungswege und der eigentlichen Familienunternehmensnähe zur Familie es einfacher fällt, für ein Familienunternehmen familienfreundlich zu sein. Dass größere Unternehmen manchmal die wirtschaftlich leichtere Möglichkeiten haben, steht auf ein anderes Blatt, aber wir versuchen alles Mögliche in diesem Bereich uns hervorzuheben. Ich denke, man muss auch bei einer überwiegend männlichen Belegschaft sich Gedanken zu machen, familienfreundlich zu sein. A, das Familienbild hat sich gewandelt. Der Mann übernimmt auch Aufgaben zu Hause und benötigt da eventuell seinen Freiraum. Und zum Zweiten, auch in der Zukunft gesehen, werden die Arbeitsplätze eventuell nicht mehr nur von Männern besetzt werden können. Und dann muss ich das Arbeitskraftpotenzial der Frauen auch ausnutzen. Und das funktioniert nur, in meinen Augen, wenn wir familienfreundlich sind. Unser Prinzip der offenen Bürotür ist so gedacht, dass die Mitarbeiter sich prinzipiell mit ihren Problemen sich an uns wenden dürfen. Mit den Kleinigkeiten, kleinen Dingen können wir eventuell direkt helfen. Ansonsten unterstützen wir mit unserem Netzwerk, was wir haben, eben dabei, ihre Probleme, die sie in diesem Zeitpunkt empfinden, zu lösen. Vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke.